So, willkommen zu einer Mini-Mini-Mini-Session von Kid Quest 2. Zwei Folgen will ich nochmal schnell aufnehmen. Wir hatten hier eine Nebenquest. Hey, pst, zieht euren Fellkopf ein, ich bin der Doggenritter und benötige eure Hilfe, um einen Verbrecher zu fangen. Doppelfellgesicht, der Meister der Hundewitze ist zurück und er hat einen fehlsamen Plan in der Hinterpfote. Er ist in der Hundekaserne und erzählt den Soldaten Katzewitze, Belfemie. Du musst ihn aufhalten, er trägt eine Soldatenverkleidung und seinen seltsamen Ganzgesichtshelm, um sein wahres Gesicht zu verstecken. Geh los, schnell! Ach so, zack. Ich folge der Spur. Bestimmt in einer Höhle, wa? Der Doggenritter muss dich gesendet haben. Völlig in Ordnung. Siemens Gesicht, das passiert, wenn man in ein flaches Verhältnis mit Katzen fällt. Bald werden alle hier in Katzenwitzen sprechen wie ich. Du kannst mich nicht aufhalten. Dieser Unfall hat mir eine miotastische Fähigkeit verliehen. Ich kann es tun. Seid tatsächlich bereit für eine wuffige Zeit. So, machen wir es wieder mal ein bisschen feige, aber egal. Ah, mit beiden Seiten vereint fühle ich mich stärker. Noch einmal. Rettet mir einfach ein Ende. Wagt es nur. Tut es. Warte. Bell, na, 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 bell, bell, na, 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 bell. Der Doggenritter ist hier. Du kommst mit mir, Doppelfellgesicht. Das Gefängnis wartet. Das Schnurfängnis meinst du? Ich werde das ignorieren. Und was euch zwei angeht. Der Doggenritter gibt euch einen Schlüssel zur Fledermaushöhle. Cool. Dieser Schlüssel entsperrt mein geheimes Versteck. Danke, dass ihr wieder Frieden in die Stadt gebracht habt. Los jetzt, Doppelfellgesicht. Na, da bin ich ja gespannt. Holen wir uns noch schnell ein Level ab. Oh, kacke. Bloß ich. Ist mir ein bisschen ein Rätsel. Wir haben jetzt. Ja, noch 8 Nebenquests. Oder ich vermute, es sind Nebenquests. Oder vielleicht 8 Missionen insgesamt noch vor uns. Wie wir da Level 200 schaffen sollen. Oder ich muss offscreen ein bisschen leveln. Ich meine, es geht ja eigentlich relativ schnell.
So, das können wir aufmachen, ne? 20% mehr Gold. Das muss ich auch anlegen, tut mir leid. Da verzichten wir jetzt mal ein bisschen auf Rüstung etc. Müsste ich bloß mal wissen. Ach, das hätte ich ja auch schon tragen können. Nochmal Erfahrung ist, glaube ich, ganz gut. Scheiße. Das haben wir schon vor ein paar Folgen gekriegt. Aber jetzt, wo ich drüber nachdenke, gibt es vielleicht auch den Helm her. Jetzt habe ich zwar die Rüstung vertauscht, wenn man so will. Also unser Hund trägt die Katzenrüstung und unsere Katze die Hunderüstung, aber was soll's. Das Gold. So, hier ist noch ein Weg. Stiehlt 3 Gold. Dann schon abgeschlossen, aber wieso komme ich... Hier liegen Fotmas und Marsch Schnauze Wuffene? What? Ist bestimmt irgendwie ein Gag, aber ich raff ihn nicht. So, ist er wieder da? Nee. Dann frage ich mich ja, wie man an die anderen Höhlen kommt. Aber wir müssen einfach nur weitermachen, dann kommt das schon irgendwann automatisch. Jetzt sehe ich hier erstmal keine weitere Nebenquests. Das heißt, theoretisch könnten wir mit der Hauptquest weitermachen. Oh ja, das Vieh ist auch wieder da. Das könnte man sich später nochmal vornehmen. Du weißt sicher, wo Lupus Thron ist. Eure Wahrheit, Hotdor, beste Idee. Wenn Fillingsgards Grab miaucht zurückgibt, dann könnte das Grab des Lupus den Rest zurückbringen. Deshalb wollen wir... Ja, Hotdor weiß, er ist Genie. Hotdor weiß auch, wo Grab ist. Hotdor denkt, es ist, das Tor, ist der Turm in der Mitte der Belara-Wüste.
auch war dies Geschenk von König Lupus, als er noch lebte. Otto kannte den Zweck nicht. Bis jetzt. Otto gibt dir den Schlüssel des Lupus. Viel Glück, eure Wahrheit. Wir ziehen auf euch. Money, money, money. Was war das für eine Höhle? Achso, jetzt müssen wir mit ihm erstmal wieder trocken. Es scheint, dass wir draußen verstecken. Aber es sieht so aus, als könnte dies unser Weg hinein sein. Durchsuchen wir vorsichtshalber die Höhlen hier in der Gegend mehr, okay? Ja, zum Glück können wir das schon. Das ist eigentlich in Kombination mit dem Zauber eigentlich recht nice. So. Müsste das Ding gewesen sein? Grab von König Lupus. Während des Drachenkriegs galt König Lupus als einer der stärksten Krieger. Als es Zeit wurde, das Kaiserreich zu gründen, war Lupus die offensichtliche Wahl. Das Königsschwert war für König Lupus immer eine Quelle der Sorge. Sollte sich eine so mächtige Waffe in den Pfoten des Königreichs befinden, und falls es so ist, in Westen. Nach vielen Jahren des Krieges um das Königsschwert kamen Lupus und Fellingard überein, dass es zerbrochen werden sollte. Darauf folgte Frieden, aber Hunde und Katzen kamen nie wieder miteinander aus. Ein wahrer König findet nicht, was er nehmen kann, sondern was er geben kann. Alle königlichen Künste sind erweckt. Du hast volle königliche Miaucht erlangt. Kritische Treffer rufen jetzt eine royale Explosion hervor, okay? Muhahaha. Wir sind jetzt im Endspiel. Diese Miaucht, ich sehe, dass du wieder die ganze königliche Stärke hast. Los, treffen wir uns bei Otto, wir müssen einen Krieg stoppen. So, ich versuche dann noch oben rauszukommen. Und dann geht's hier in der nächsten Folge wieder weiter. Spitze, bedanke mich. Bis dann.